Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Wir spielen wieder die Lüdenscheid-Modifikation, befinden uns hier auf der Brandstättkarte und spielen auf der Brandausbreitungsstufe Brandmeister. Die Atemschutzlogik ist auch wieder aktiviert. Diese Folge hier wird direkt im Anschluss von der letzten Folge aufgenommen, das heißt, es geht hier einfach jetzt fließend weiter. Wir haben hier noch ganz viele Polizeiwagen auf Streife, es fahren auch noch ein paar Rettungswagen oder NEFs hier durch die Gegend und Feuerwehr haben wir aber, glaube ich, alles soweit mittlerweile bei den Wachen wieder zurück, beziehungsweise bei den Gerätehäusern. Jetzt haben wir aber den ersten Einsatz reinbekommen, und zwar ein B1 PKW-Brand mit Personenschaden. Da schicken wir auf jeden Fall mal, ich würde sogar auf zwei HLFs einfach mal springen, damit wir das Feuer vielleicht noch ein bisschen schneller unter Kontrolle bekommen. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall Rettungswagen und NEF noch mit bei. Und weil das Fahrzeug, weiß ich ja nicht, ob das sich selber einfach so entzündet hat und die Person jetzt da drinnen festhängt oder ob da irgendwie ein Tatort oder so war. Keine Ahnung, schicken wir auch hier nochmal. Beziehungsweise kann ja sein, dass hier irgendwie ein Gewaltverbrechen passiert ist und jetzt das Auto angezündet wurde, die Person reingeschmissen, bewusstlos oder was weiß ich. Und da muss natürlich die Polizei jetzt ermitteln. So ist es, genau. Also Polizei ist auch mit auf dem Weg. Polizei trifft auch wahrscheinlich als erstes hier ein, so wie es aussieht. Jawohl. Die können aber halt leider nicht ganz so viel machen hier an der Stelle. Wir haben zwar ein Feuerlöscher mit dabei. Ja, das ist nicht so das Thema. Aber da ist halt leider so wenig Inhalt drin, dass es nicht ganz so viel bewirkt. Wir versuchen trotzdem unser Bestes. Rettungswagen trifft auch schon ein. Polizei rennt jetzt mal mit zwei Feuerlöchern da oben hin und versucht mal zu löschen. Und ich sehe gerade, dass die wahrscheinlich mit der Wegfindung ein bisschen ein Problem haben. Okay, wenn der Rettungswagen schon gewendet hat, kann der auch so rum da stehen bleiben. Ist auch kein Thema. Ja, die laufen einen ziemlichen Umweg gerade bis dahin. Aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Buschbaumbrand. Okay, auf der Autobahn. Das ist wieder die Stelle wie schon mal. Da kommen wieder Fahrzeuge aus der Wache 1. Ich alarmiere wieder zwei Stück. Wir hatten das letzte Mal mit der Wegfindung auch schon so das ein oder andere Problem. Deswegen tun wir wieder auf beide Fahrtrichtungen quasi ein Fahrzeug schicken. Dann sind wir auf der sicheren Seite, dass irgendein Fahrzeug hier ankommt. Und auch vielleicht irgendein Feuerwehrmann dann in der Lage ist zu löschen. In der letzten Folge sind auch beide Fahrzeuge angekommen. Aber die Feuerwehrleute sind ganz verrückte Wege gelaufen. Deswegen, ja, machen wir es diesmal so, dass wir das genauso machen wie das letzte Mal. Zwei Fahrzeuge hinschicken. Bei einem Fahrzeug wird es schon irgendwie funktionieren mit der Wegfindung. Gut, NEF ist dann auch schon vor Ort. Feuerwehr trifft jetzt ein. Das heißt, die Polizisten brauchen keinen weiteren Feuerlöscher mehr. Wir beginnen hier erstmal mit einem Schnellangriff, dass wir das Feuer schon mal so ein bisschen ausbremsen und tun hier dann uns eine Wasserversorgung aufbauen. Wobei ich glaube, dass dieser Hydrant nicht immer so gut funktioniert. Aber ich weiß nicht, irgendwie sieht es so aus, als wäre der weiter weg von der Wand. Ist schon voll lange her, dass wir das letzte Mal hier oben waren. Wir gucken einfach mal, ob wir da eine Wasserversorgung aufbauen können. Ja, wir hätten auch hier näher einen Hydranten, aber ich will jetzt mal da hinten probieren, ob das mittlerweile funktioniert, weil ich glaube, der hat mal eine Zeit lang nicht richtig funktioniert. So, das nächste Fahrzeug trifft ein. Machen wir auch erstmal einen Schnellangriff. Feuer muss gelöscht werden, so schnell wie möglich. Person ist ja, wie gesagt, da noch drin im Fahrzeug. Hier, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Feuerwehr da ist. Die fahren wieder zwei unterschiedliche Wege, aber ganz klar. So, habe ich hier eine Fahrtrichtung. Können sie auch unterschiedliche Wege fahren. Hauptsache, die kommen beide an. Und ich hoffe, dass es dann bei irgendeinem Fahrzeug halt problemlos funktioniert mit dem Löschen. So, nö, der hat hier wunderbar angeschlossen, ohne Probleme, alles gut. So, Feuer ist gelöscht. Dann fangen wir an mit dem Rausschnippeln. Schicken wir hier das eine Fahrzeug von mir aus schon mal weg. Können Feierabend machen. Wir haben hier noch einen Lichtmast mit am Start, den können wir gerade mal ausfahren und dann hier ein bisschen hell machen. Der Rettungswagen kann ja gerade noch mal ein paar Meter weiter rückwärts fahren. Okay, jetzt wendet er dafür extra. Naja, von mir aus. So, Vergiftung, Überdosis kam rein. Übrigens spielen wir auch in dieser Folge wieder auf der Einsatzstufe 1 und die Anzahl der Side-Events haben wir auf Stufe 4. Das heißt, es können wieder vier kleinere Einsätze reinkommen und ein großer zur gleichen Zeit. Das heißt, wir können halt fünf Einsätze gleichzeitig reinbekommen. Die kleinen Einsätze können sich auch zu großen Einsätzen entwickeln. Gerade so ein B0-Busch-Baumbrand, wenn der mitten im Wald ist, kannst du da ganz schnell mal einen Waldbrand bekommen. So, also das erste Fahrzeug ist eingetroffen. Bis jetzt sieht es mit der Wegfindung ganz okay aus. Machen jetzt noch den Heckwagen an. Ich habe jetzt hier nicht die Autobahnpolizei alarmiert. Ich hoffe, dass wir einfach innerhalb zwei Sekunden wieder weg sind. Das andere Fahrzeug ist noch irgendwie auf der Anfahrt und keine Ahnung. Ich habe es eben gerade gehört, aber ich sehe es gerade nicht. Ich weiß nicht, wo es gelandet ist. Oh Gott, das ist noch voll weit weg. Das ist noch voll weit weg. Diesmal hat es aber hier wunderbar funktioniert. Gut, dann schicken wir das hier auch wieder zurück.
Die schicken wir auch zurück. Sehr schön. Hier steht auch schon ein Rettungswagen parat. Und hier haben wir auch schon die Person befreit. Gucken wir nochmal nach, ob das die einzige Person im Fahrzeug war. War es? Somit können wir mit der Polizei eigentlich gerade mal einen Abschlepper rufen. Genau. Dann schicken wir die Feuerwehr schon weg. Die haben ihren Job wunderbar erledigt. Wird hoffentlich alles hier gut ausgehen, dass der Patient auch durchkommt. Und genau, dann kann der Abschlepper kommen, abschleppen. Und die Polizei können wir auch schon wieder wegschicken. Nicht die Feuerwehr. Feuerwehr habe ich schon weggeschickt. Die Polizei können wir auch wegschicken. Die können auf Streife gehen. Brauchen wir hier jetzt gerade nicht mehr. Und hier können wir auch mal wieder ein paar mehr Streifenwagen losschicken. So, beziehungsweise einen haben wir da zu viel rumstehen. Hier brauchen wir tatsächlich den Notarzt. Wir gucken gerade mal nach, was haben wir da für eine Verletzung? Verbrennung der Atemwege. Okay. Dem Abschlepper sagen wir schon mal, was er tun soll. Und hier schauen wir gerade auch mal nach. Das sieht aber ganz gut aus. Okay. Ich mache hier gerade auch mal die Umfeldbeleuchtung an und auch mal den Heckwarner vom Rettungswagen, dass hier so ein bisschen heller ist. Leider hat er hier hinten anscheinend kein Licht dran, nur rechts und links vom Rettungswagen. Hätte ich noch ein bisschen anders parken müssen. Ich habe gedacht, er hat hinten auch einen Scheinwerfer nochmal dran. Leider nicht. Naja, gibt Schlimmeres. So, Notarzt ist auf jeden Fall dran an der Arbeit. Hier sind wir soweit stark, dann laden wir hier gerade mal auf. Und dann lassen wir die Zeit einfach mal ein bisschen schneller laufen, oder? Genau. Dann kriegen wir mit etwas mehr Glück mehr Einsätze in die Folge rein. So, die können wir Richtung Krankenhaus schicken. Und, also das machen wir zu. Und hier sind wir immer noch dabei. Wir könnten aber hier schon mal einen Sunny mit der Trage ausstatten lassen. Genau, steht er dann direkt schon auf dem Patienten drauf. Den kann er aufladen. Notarzt steigt dann auch schon mal in den Rettungswagen ein. Und dann können die auch schon los eigentlich. So, Notarzt ist drin, also fahren die los. Dann sind wir damit auch fertig. Hier kam jetzt noch ein Kreislaufkollaps rein. Schicken wir auch nochmal einen Rettungswagen gerade los. Kommt aus der Wache 4 angefahren. Ja, ist jetzt nicht gerade weit weg. Ist ziemlich nebenan. So, der macht sich auch schon auf den Weg. Einen Rettungswagen haben wir jetzt hier noch zur Verfügung. Springen wir gerade nochmal zum Einsatzort. Das war hier. Genau, dann gucken wir gerade mal nach dem Patienten. Umfeldbeleuchtung können wir einschalten. Wir stehen eigentlich schön daneben. Genau, dann kommt da auch ein bisschen mehr Licht an. B0, Buschbaumbrand. B0, Buschbaumbrand. Alles klar, direkt hier an der Wache 4 vom Rettungsdienst. Gut, schicken wir einfach zwei Fahrzeuge von der Wache 1 hier hin. Wir hätten auch die Freiwillige Feuerwehrwache 22 nebenan. Wir haben aber 1.20 Uhr nachts. Und ich glaube, dass der Brand sich nicht so krass ausbreiten wird. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Das Spiel hatte auch vorgeschlagen, ein Fahrzeug aus der Wache 1 zu nehmen. Ich habe jetzt zwei aus der Wache 1 genommen. Aber ich denke mal, damit sind wir ganz gut bedient eigentlich. Genau, jetzt kommt hier nochmal ein B0 rein, an der Stelle, die nicht schön ist. Dann nehmen wir jetzt auch hauptsächlich nur mal Fahrzeuge aus der Berufsfeuerwehrwache 2. Hier werde ich gleich nochmal ein bisschen umparken müssen. Jetzt einfach erstmal so als Kette hingeschickt. Genau, und hier steht die Feuerwehr schon bereit. Ist immer noch dieses eine Gebüsch, was da am Brennen ist. Einfach ein Schnellangriff. Zack, Feuer schon aus. Hier hat es gerade irgendwo angefangen rumzuschreien. Welches Haus ist es genau? Das hier. Boah, das hat man aber gerade laut hier hinten gehört. Das hat man richtig laut gehört. Wir schicken hier auf jeden Fall mal die Polizei los. Da ist der Eingang nach vorne. Ich schicke erstmal nur einen Streifenwagen los. Angeblich ruft eine Frau um Hilfe, also wird wahrscheinlich der Mann hier wieder der Täter sein. Und ich lasse jetzt mal die Zeit langsamer laufen. Jetzt bin ich auf Status 1 gegangen. Upsi. Egal. Lass mal einfach so. Ich wollte ein Fahrzeug wieder hier rüber schicken. Und den wird da gerade ein bisschen heiß. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal hier losschicken. Wir kommen da wahrscheinlich wieder nirgendwo an einen Hydranten dran. Das ist immer so typisch. Das ist eine richtig ungemütliche Stelle. Solltet vielleicht mal aus dem Feuer rausgehen. Ich weiß ja nicht. Kommen wir da ans TLF? Kommen wir sogar. Und das TLF kann hier hinten an den Hydranten dran. Gut. Die könnten sich eigentlich gerade mal Atemschutz anziehen. Dann machen wir es einfach mal so. Dann Verteiler aufbauen. Ich weiß nicht, ob die da hinten das können. Deswegen machen wir es einfach mal hier. Ich glaube, wir hatten da hinten aber auch schon mal einen Verteiler.
So, machen wir das gerade so. Die haben jetzt keinen Atemschutz an. Hoffen wir, die kommen damit klar. Und ich würde hier nochmal ein weiteres Fahrzeug rausschicken. Ja gut. Freiwillige Feuerwache 24 alarmieren wir mal. So, da können wir aufladen. Häusliche Gewalt ist die Polizei auch schon vor Ort. Dann kümmern wir uns da gerade mal drum. Und ein gebrochener Arm kam gerade noch rein. Rettungswagen ab zum Aldi. Okay. Die laden gerade auf. Dann schauen wir nochmal hier. B0 Kleinbrand. Sieht auch voll nach einem B0 aus. Die sind da zu dritt dran, versuchen gerade die Ausbreitung einzudämmen, finde ich gut. Da ist der Rettungswagen auf dem Weg und die können wir losschicken. Also machen wir das hier zu. Kleinbrand sind wir, wie gesagt, gerade dabei. Häusliche Gewalt. Da ist die Polizei gerade noch dabei, dauert noch ein bisschen. Und hier dauert auch noch ein bisschen, bis der Rettungswagen da ist. Okay, dann können wir hier erst noch mal ein bisschen weiter zuschauen. Also die Ausbreitung haben sie auf jeden Fall in der Richtung ein bisschen eingedämmt. Das ist schon mal ganz cool. Hier auf der Seite, die kommen nicht weiter. Deswegen kommt jetzt hier nochmal ein weiteres Fahrzeug gleich angefahren. Um 2.46 Uhr aus dem Bett gerissen. Arme Freiwillige Feuerwehr. Und hier wurde der Mann festgenommen. Okay. Ja. Dann sind wir da durch mit dem Einsatz. Häusliche Gewalt. Abgearbeitet. Okay, das wurde nur gerade falsch dargestellt. Okay, die arbeiten sich wirklich in eine gute Richtung. Das Feuer hat sich leider hier jetzt auch weiter in die Richtung gearbeitet. Aber hier kann es eigentlich kaum noch weiter brennen. Außer vielleicht die Objekte hier auf dem Gebäude könnten noch brennen. Das kann natürlich sein. Kann ich mit dem TLF da hinten dran kommen? Oh, ich komme mit dem TLF sogar da hinten dran. Dann ab übers Dach. Helfen wir einfach so mit. Gebrochener Arm. Ja, wäre jetzt cool, wenn es hier über das Dach gezielt hätte, dass es hinten so ein bisschen runterregnet. Aber gut, geht auch so. So, wir haben jetzt hier nochmal einen Rettungsdiensteinsatz. Aber leider an der Stelle, wo man nicht ganz so gut drankommt. Wir parken den Rettungswagen mal hier und laufen dann die paar Meter bis nach da hinten. Sollte gehen. Hier ist jetzt auch mittlerweile die Freiwillige Feuerwehrwache 24 eingetroffen. Das TLF hilft da jetzt auch gerade mit und macht hier so einen Wasserregen an der Stelle. Gehen hier auch ans TLF dran für die Wasserversorgung. Und Feuer ist aus. Gut, dann habe ich die jetzt umsonst aus dem Bett geschmissen. Aber konnte ich jetzt nicht wissen, dass wir so gut damit klarkommen. So, hier steht auch ein Rettungswagen bereit. Sehr schön. Dann können wir die Zeit eigentlich wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Da habe ich jetzt, glaube ich, allen gesagt, die sollen wegpacken. Jawohl. Sieht gut aus. Okay. Ja, dann sind wir da gerade dran und da warten wir noch auf den Rettungswagen. Okay, hier sind wir schon startklar. Häusliche Gewalt wurde gerade abgeschlossen. Gut, da haben wir aufgeladen. Dann ab ins Krankenhaus. Oder in die Klinik. So. Hier steht auch ein Rettungswagen mittlerweile bereit. Den können wir hier direkt mal an die Patientin rangehen, die sich den Arm gebrochen hat. Machen hier auch mal das Licht an. Heckwarner auch noch an. Blaulicht. Ja gut, lassen wir an. Wir stehen hier ziemlich nah am Kreuzungsbereich. Deswegen bleiben wir einfach so mit Blaulicht an. Genau, dann haben wir hier die Patientin auch startklar. Laden wir auf. Das machen wir zu. Da sind wir fertig mit. Und wir sind gerade wieder auf Einsatzstufe 0. Ist wieder automatisch runtergegangen. Gerade mal auf 1 gestellt. Jetzt haben wir hier wieder einen Busch-Baumbrand. Schicken wir auch wieder ein Fahrzeug los. Mal das LF aus der Wache 1. Hier haben sich irgendwie wieder die Fahrzeuge festgebackt. Ist natürlich nicht schön. Aber passiert hier. Oha. B1, unklare Rauchentwicklung. Oha. Den Einsatz hatten wir auch noch nicht. Gut, eins nach dem anderen. Da haben wir einen Patient aufgenommen. Also, schicken wir das hier ins Krankenhaus, beziehungsweise den Rettungswagen ins Krankenhaus. Hier, das hat sich gerade explosionsartig weiter ausgebreitet. Da schicken wir auch nochmal Fahrzeuge los. So, einmal hier nochmal eins hin und vielleicht nochmal hier eins hin. Das hat sich echt gerade schlagartig ausgebreitet. Da haben wir jetzt eine unklare Rauchentwicklung. Den Einsatz hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich
Bin gerade so ein bisschen überrascht. Weiß gerade nicht so genau, was ich hier machen soll. Da brennt auf jeden Fall das Schiff da hinten. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich da dran kommen soll. Das Feuer breitet sich auch gerade aus. Oh nein, nicht, dass hier jetzt noch das Gebäude Feuer fängt. Wir haben hier auch sehr viele Zeugen rumstehen. Am schnellsten kommen wir da wahrscheinlich hin, wenn wir hier parken und dann die paar Meter laufen. Ich mache hier hinten mal die Straße zu. Ich habe das Gefühl, das wird was Großes. Dann brauchen wir hier mindestens mal zwei Rettungswagen. Ich habe jetzt auch mal zwei NEFs mit bei. Da ist irgendeine Party auf dem Schiff anscheinend. Da ist ein Feuer ausgebrochen. Krass. So, hier haben wir jetzt eine hypertensive Krise noch reingekriegt. Schicken wir auch nochmal Rettungswagen und NEF los. NEF kommt aus der Wache 21, Rettungswagen aus der Wache 4. Und ja, das wird echt eine spannende Hausnummer. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Mal schauen, was draus wird. So, Polizei wäre jetzt gleich schon da. Park mal hier hinten. Von mir aus auch so. Ich muss gucken, dass ich hier die Zeugen so schnell wie möglich wegbekomme, weil ich die Befürchtung habe, dass das Gebäude hier anfangen könnte zu brennen. Und wenn das brennt, dann habe ich hier schlimm 7. Ungefähr. So lange alarmieren, bis ich Stopp sage. So, wir gucken mal, dass wir da einen Verteiler hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Feuerwehrleute lang rennen, wo sie entlanglaufen. Keine Ahnung. Lichtmast fahren wir auch gerade mal aus. Schadet nämlich auch nicht. Hier haben wir auch noch einen. Machen wir hier hinten auch noch mal ein bisschen weiter hell. Der eine Person stand gerade ein bisschen nah an den Flammen. Gerade schon gedacht, dass das Gebäude hier Feuer gefangen hat, aber ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Okay, Verteiler haben sie aufgebaut. Wir halten mit dem TLF gerade mal hier drauf. Das müssen wir auch noch irgendwo anschließen. Vielleicht doppelt hier an die Hydranten dran, an die kleinen. So, wir machen weiter mit dem Befragen der Leute. Dass ich die da so schnell wie möglich wegbekomme. Die zwei verletzten Personen müssen wir da auch noch wegholen. Okay, das Feuer hier ist schon mal aus. Jetzt gerade mal hier, da ist der Notarzt noch nicht eingetroffen. Alles klar. Hier müssen wir auch unbedingt gucken. Hypertensive Krise. Feuerwehrfahrzeuge haben wir da nur noch nicht aufgebaut. Hypertensive Krise haben wir auch schon wieder reinbekommen. Was haben wir hier? Hydranten? Da wäre einer. Da ist auch einer. Gehen wir hier einfach nochmal doppelt dran mit dem einen Fahrzeug. Das wird dann schon passen. So. Gut. Schicken wir hier auch nochmal ein Fahrzeug los. RTW und NEF. Dann ist wieder die Lage so, dass alle Rettungswagen aus der Wache 4 unterwegs sind. Wache 1 hätten wir jetzt noch einen Rettungswagen übrig. Zwei Stück sind da in der Nacht nicht verfügbar. Da haben wir einen jetzt noch bei der Wache 1 und einen dann bei der Wache 4 stationiert. Genau. Das Gebäude brennt. Das große Gebäude brennt. Gut, dann müssen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen die Prioritäten anders setzen. Warum kann ich hier gerade mit dem TLF das Gebäude nicht löschen? Keine Ahnung. Also, wir alarmieren hier jetzt nochmal B2. Dann kommt nämlich nochmal ein Löschzug angefahren. Brauchen wir hier auf jeden Fall als Unterstützung. Mittlerweile sind hier auch Feuerwehrleute von mir umgekippt, weil die keinen Atemschutz anhaben und die sollten eigentlich die anderen Personen da retten. Ich hatte denen keinen Atemschutz angezogen, weil ich mir gedacht habe, okay, hier ist ja gerade nicht ganz so viel los, beziehungsweise noch hat nicht das Gebäude gebrannt. Das ist natürlich jetzt eine miese Hausnummer. Die müssen sich alle umziehen. Aber alle. Jetzt muss ich wirklich alle erstmal hier schicken zum Schlauch wegmachen. Gut. Jetzt muss ich die auch alle nochmal das wegbringen lassen. Nein, nicht anschließen, nicht anschließen. Wegrennen, Schlauch wegbringen. Nein, nicht anschließen, nicht anschließen, nicht anschließen. Geh weg. Oh Mann. Du auch nicht anschließen. Ihr müsst euch umziehen, sonst kippt ihr gleich alle um.
So, jetzt kam auch noch ein Diebstahl rein. Diebstahl. So, Streifenwagen. Schicken wir los. Der rennt die Richtung. Gucken wir, ob wir den da abfangen können. Hier laden wir gerade mal auf. Das ist auf jeden Fall ein spannender Einsatz. Gerade weil jetzt auch irgendwie alles anders verläuft als eigentlich gehofft und geplant. So, jetzt gehen wir gerade wieder an die Verteiler dran. Die sollten jetzt alle umgezogen sein soweit. Der ist auch nicht umgezogen. Warum ist der nicht umgezogen? Ich habe 30.000 Mal geklickt, dass die Atemschutz anziehen sollen. So. Dann holen wir jetzt erstmal die Leute da weg. So, der könnte sich auch gerade mal umziehen. Gerätewagen, Atemschutz wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Es wird, wie gesagt, eine größere Nummer. Das eine Gebäude hier brennt ja auch. Einsatzleiter parken wir gerade mal hier hinten. DLK ist schon mal eingetroffen. Mehr noch nicht. Hat er eine Person in der Hand? Jawohl. Gut, dann gerade mal nach hier hinten laufen zum Rettungsdienst. Da habe ich noch zwei Stück, die mir hier mal helfen könnten. Ich schicke gleich nochmal einen weiteren Rettungswagen los. Auch mit NEF. Schadet auf jeden Fall nicht. So, wie sieht's aus bei dem Diebstahl? Polizei wäre hier vor Ort. Die müssen aber nochmal ein paar Meter weiterfahren. Dass die einfach besser drankommen. So, den Feuermann haben wir auch gerade in der Hand. Und da haben wir noch einen Patienten in der Hand. So, gebrochener Arm. Rettungswagen ist auf dem Weg. Das könnte jetzt wirklich brenzlig werden bei dem Einsatz. Weil die schon lange bei den Flammen rumliegen. Die ganzen verletzten Personen. Ich hoffe, dass wir noch rechtzeitig jetzt mit den Sunnies da gleich dran sind. Komm, leg einfach den Patienten jetzt hier hin. Du auch einfach irgendwo hier hin. Einfach irgendwo zum Rettungsdienst. Komm, dahin. Wenn die eh nicht außen rumlaufen, kann ich die auch dahin direkt schicken. So. Okay, da ist die erste Person schon verstorben. Das ist anders gelaufen als geplant. Schade. Ziel ist ja immer eigentlich, dass niemand hier verstirbt, aber das ist jetzt einfach hier komplett doof gelaufen. In dem Fall. So, und ich könnte mir vorstellen, dass er hier vielleicht auch noch wegstirbt. Den Feuermann mache ich mir weniger Sorgen. Weil der ist ja erst kürzer an den Flammen gewesen. Das ist natürlich echt mies. Das ärgert mich immer, wenn hier Personen versterben. Und eigentlich hätte ich die Person da schon weggehabt, wenn sich das Gebäude nicht entzündet hätte. Und wenn ich den Feuerwehrleuten vielleicht gleich Atemschutz angezogen hätte. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, warum? Brennt ja noch gar nicht groß. Ja, das war der Fehler. So, der rennt jetzt da an die Arbeit. Die können losfahren. Hier oben habe ich ja auch noch Feuerwehr rumstehen. Die kann ich auch mal wegschicken. Das Feuer ist schon gelöscht. Da können wir aufladen. Notarzt kann dann auch schon mal einsteigen. Diebstahl, stimmt, da habe ich jetzt nicht weiter nachgeschaut. Dass erstmal die verletzten Personen wichtiger waren. Also nochmal hinterherfahren bitte. Gebrochener Arm ist der Rettungswagen auf dem Weg. Okay. Ja, da brennt halt jetzt die komplette Häuserwand. Und die habe ich noch nirgendwo angeschlossen. Das ist auch noch gar nicht so gut gerade. Wir kriegen auch irgendwie das Boot da gar nicht gelöscht. Ich bin gerade überlegen, komm, wir schicken hier nochmal ein TLF raus. Die andere Seite, dass wir mit dem TLF vielleicht von der anderen Seite löschen können. Wobei, wir haben hier wieder lauter Feuerwehrmänner, die auf dem Wasser laufen können. Ja gut, kann man machen. Ja, leider komme ich mit dem TLF gerade nirgendwo so richtig dran, wo ich gerade dran würde. Ich glaube, das eine Gebäude, oder nee, wir haben beide Gebäude schon wieder abgelöscht. Das Schiff brennt aber immer noch. Jetzt sind die Feuerwehrleute plötzlich auf der anderen Seite drüben. Auch nicht schlecht. So, hypertensive Krise, die schicken wir auch los. Diebstahl, fahren wir gerade schon mit dem Streifenwagen hinterher und auf der Gegenfahrbahn ist gerade auch noch ein weiterer Polizeiwagen entlang gefahren. So, der gibt aber jetzt auf. Gut.
So, hier hat sich jetzt schon wieder der Kleidercontainer entzündet. Es geht die ganze Zeit hin und her. Wir kriegen irgendwie das Schiff da nicht unter Kontrolle. Gut, da kommt jetzt gleich nochmal ein TLF angefahren. Das hilft dann von der anderen Seite nochmal mit. Na gut, das, ein Rettungswagen, ein Notarzt hat sich hier eigentlich erledigt. Dann können wir die wieder wegschicken. Das ist ein Notarzt, der von weiter weg kommt. Deswegen hat er gerade auch so lange gebraucht. Nehmen wir hier ihn auf und mit dem Rettungswagen ihn. Die sind immer noch am Löschen. Das ist Wahnsinn. Was ist eigentlich hier oben los? Rennt da schon wieder Feuerwehrmann durch die Gegend? Okay. Na gut, die sind aber dabei. So, die schicken wir mal zurück zur Polizeiwache. Wir haben das Boot endlich abgelöscht. Krass. Heftiger Brand. Also das wissen wir das nächste Mal. Das Schiffchen ist kein einfacher Einsatz. Es sah erst so easy aus. Ja, brennendes Schiffchen. Da ein bisschen Feuerchen und hier ein paar Zeugen halt und die verletzten Personen. Und dann, ja, Gebäude entzündet. Komplettes Chaos. Komplettes Chaos. Naja, gut. Haben wir wieder was draus gelernt. Ich hatte den Einsatz noch nicht. Das war jetzt das erste Mal. Habe ich ein bisschen anders eingeschätzt. Das war gerade ein Fehler. Die laufen wieder alle übers Wasser. Habe ich eigentlich hier in der Folge jetzt schon ein Thumbnail gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir machen einfach nochmal schnell eins. Ja. Da sieht man, dass die viele Feuerwehr im Hintergrund. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, finde ich, das Foto. So. Theoretisch könnte man nochmal auf die andere Seite gehen, könnte gucken, ob man von da ein Foto machen kann. Aber da haben wir wieder die Map-Grenze auch wieder im Bild. Müssen wir wieder ausblenden. Nö. So, dann lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Hier können wir auch aufladen und dann schauen wir hier nochmal. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir da noch irgendwas machen mit dem Boot? Wahrscheinlich nicht. Da brauchen wir einen Notarzt. Habe ich den noch nicht reingeschickt. Nö. Okay, der andere Rettungswagen ist jetzt ohne Notarzt losgefahren. Alles klar. Aufgeladen? Jawohl. Dann schicken wir die los. Die sind immer noch fleißig hier am Wegpacken. Gut. Der Rettungswagen findet nur gerade keinen Weg hier raus aus der Situation. Naja. Bestatter fährt auch weg, da ist auch ein Notarzt drin, dann kann es losgehen. Der fährt auch weg. Wunderbar. B0, Kleinbrand. Haben wir noch einen Kleinbrand? Schicken wir mal Fahrzeuge los, oder? Kommt jetzt eins aus der Wache 1 angefahren. War direkt anscheinend gerade auf dem Rückweg, denke ich mal. Wir sind hier nämlich eigentlich direkt an der Wache 25. Ach du Kacke. Das ist jetzt natürlich wieder eine komische Alarmierung. Hier ist aber noch ein Fahrzeug gerade unterwegs. Löschgruppe Onyx. Ach, die Wache 25 ist gerade komplett unterwegs gewesen. Ich habe aber jetzt ein Fahrzeug aus der Wache 25 alarmiert. Die waren gerade hier im Einsatz und die fahren jetzt direkt dahin. Ist ja sowieso direkt neben der Wache von denen. Weil bis das Fahrzeug aus der Wache 1 jetzt da oben ankommt, das dauert ein bisschen. Da sind die anderen wahrscheinlich schneller da. Wobei, die müssen auch noch ganz schön außen rumfahren. Das täuscht manchmal so ein bisschen. Wenn die Straßenverläufe nicht so hundertprozentig irgendwie beachten, dann täuscht es manchmal so extrem. Und dann müssen sie doch noch irgendwie große Umwege fahren. Warum ist denn hier ein Hydrant kaputt? Ach, ich glaube, ich hatte ein Fahrzeug hier hinten hingeschickt. Stimmt, ich hatte ein Fahrzeug hierher geschickt zum Wasser auffüllen.
Und da ist der Hydrant kaputt gegangen. Ich habe mich gerade gewundert, hä, wir waren doch hinten gar nicht dran. Doch ein Fahrzeug hatte ich da über den Hydranten versorgen wollen. Stimmt ja. Stimmt ja. Habe ich komplett verdrängt. Gerade nur gewundert, hä, wie ist der denn kaputt gegangen? Deswegen habe ich hier oben gelesen, als ob hier irgendwie ein Einsatz reinkam mit kaputter Hydrant oder so. So, da ist auch schon die Wache 1. Krass, waren jetzt doch schneller da als gedacht. Gut, ich denke mal, dass wir den Brand hier schnell unter Kontrolle haben. Ein Diebstahl. Ich würde sagen, wir machen aber dann den Einsatzstopp mal rein. Wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Ja, momentan quasi in Anführungszeichen Urlaubsvorbereitung. Ich selber will ja nicht wirklich Urlaub machen, aber meine Freundin hat Urlaub. Und ich will halt in der Woche nicht so viel aufnehmen. Und deswegen bereite ich momentan sehr viele Videos vor. Und da kann ich die Zeit momentan nicht so lange strecken von den Folgen. So. Ich versuche ja sowieso meistens so eine halbe Stunde einzuhalten. Mal wird's mehr, mal wird's weniger. Ja, so eine Folge, die eine Stunde lang geht, ist halt immer zu viel. Da kriege ich halt auch oft Beschwerden dann in den Kommentaren, beziehungsweise, ja, Wünsche, die nicht so lang zu machen, die Folgen, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Man muss ja auch die Zeit haben, das zu gucken, wenn man das gucken möchte. Ich glaube, so eine halbe Stunde ist immer ganz gut. So, einmal Pfefferspray. Jetzt ist einer wieder eingestiegen. Ich weiß nicht, warum die das manchmal machen. So, gepfeffert wurde. Handschellen können gleich klicken. Wunderbar. So, hier müssen eigentlich nur noch die verletzten Personen ins Krankenhaus gebracht werden und der eine Hydrant repariert. Dann sind wir damit durch mit dem Einsatz. Hier können wir auch Richtung Polizeiwache schicken. Sind wir auch mit fertig. Jetzt machen wir das zu. Und da ist, glaube ich, der Entstördienst gerade eingetroffen. Ja, das Auto ist auf jeden Fall gut geduscht da an der Stelle. Aber ich habe es ein bisschen spät wahrgenommen, dass hier der Hydrant kaputt ist. Gab es nicht in alten Emergency-Teilen, weiß ich was, Teil 3, Teil 4, den Einsatz Rohrbruch? Und dann konntest du nicht mehr durch die Straße durchfahren? Gab es das nicht in den alten Teilen? Ich glaube schon. Wäre eigentlich auch was total Cooles hier für die Modifikation. Ich weiß aber nicht, ob das hier möglich wäre. In Emergency 4 war das, glaube ich. Da hattest du so Rohrbruch und dann war hier immer so eine Pfütze auf der Straße, da konntest du nicht durchfahren. Das war immer ganz cool eigentlich, weil, beziehungsweise sehr nervig, aber nervig ist cool, weil du dann so ein bisschen mehr Herausforderungen wieder hast. So, da trifft auch gerade der Rettungswagen 8 wieder beim Krankenhaus ein, macht du gerade beim Parken ein bisschen Probleme, ansonsten Krankenhaus ist gerade eigentlich die Ruhe selbst, nichts Besonderes los, deswegen würde ich sagen, wir kommen dann mal zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und ja, falls ihr gerade auf der Suche seid nach Spielen, ganz günstig und legal, dann könnt ihr mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort ist oben ein Affiliate-Link. Der führt euch zu Instant Gaming, da könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen. Wenn ihr das über diesen Link macht, dann unterstützt ihr auch gleichzeitig hier den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.